Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4 Special. Und ich habe es anders überlegt. Eigentlich wollte ich ja den Part da beenden, wo ich den letzten Part begonnen habe. Aber ich habe mir gedacht, hey komm, es ist Farmarbeit. Das gehört wohl dazu, ne? So, Kirschgras. Das gehört ja normalerweise, das gehört einfach dazu, dass man hier auf der Farm machen soll. Und deswegen, warum mal, warum ausklammern, ne? Warum einfach ignorieren? Ich meine, das ist das Spiel, ne? So, Gießkanne. Und dann gießen wir jetzt erstmal hier. Karte weg. Sehr gut. Das gehört zum Spiel dazu. Und man will ja eine neue Aufnahme beginnen. Indem man hier auch mal macht, ne? So, ich hole mal eben kurz Wasser. Und ich muss ja ein neues Kirschgras anpflanzen. Ja, sollte ich auch mal schnell hier machen. Muss ja gezüchtet werden. Ups. Ach, da ist was im Weg. Ja, muss ich mich auch wieder drum kümmern. Dass da alles wieder wird, ne? Hallo? Komm bitte zur Seite. Ich weiß, du bist meine große Hilfe, aber hier gerade nicht. So, und hier auch noch. Und, gießen. So. Und dann haben wir das... Trotzdem nicht fertig, ne? Nee, gut. Hier ist auch noch nicht fertig. Gut, dann machen wir hier auch nochmal. Und dann hole ich mal eben nochmal schnell nochmal neues Wasser und dann gehen wir nochmal zu diesem Feld, denn wir müssen das Mais noch... Müssen wir nicht, ne? Ich soll ja Glücksklee hochmachen. Aber jetzt, wo wir es gerade haben, ne? Was soll's? Gut, dann haben wir soweit jetzt alles wieder gemacht. Ich meine, ich brauche jetzt... Ich kann auch mal hier kurz mal ein paar Sachen weglagern. Damit wir das auch hinter uns haben. Zwar die Sachen, die wir bekommen haben. Erstmal können die ja weg. Platin zum Beispiel. Ja, wobei, das nehme ich doch lieber mit. So. Die Siegelbrecher auch lieber, sicherheitshalber. Ich habe übrigens vor... Ups, das wollte ich nicht. Hier links beim linken Feld ordentlich, ja, einfach Pflanzen anzupflanzen, aber einfach nur zum Verkaufen, wa? Das ist mein Ziel. So, dann... Nein. Rüste ich mich wieder aus mit den... Ja, mit denen hier. Und... Nein. Hier war das, ne? Ich war gerade sehr verwirrt. Ich war gerade irgendwie, keine Ahnung. Gut, auf. Dahin, wo wir aufgehört haben. Und zwar war das beim, wie hieß das? Genau, beim Schwebenden Reich. Und irgendwie konnte man sich doch jetzt porten, ne? Oder etwa nicht. Irgendwie konnte man sich doch porten. Bin ich jetzt doof? Moment. Ah, hier, okay. So, hier sind wir stehen geblieben. Dann gehen wir auch hier weiter. Nachdem wir diese Kiste da unten nochmal nicht geholt haben. So, Schwebendes Reich Süd. Oh Gott. Die sind gefährlich. So. Alter. So, wieder alles gut. Oh, die machen aber auch einen Schaden. So, ihr habt mir ja geschrieben, man kann alles rauflegen. Oh, nee, ist ja... Okay, das braucht man ja nicht, nichts rauflegen. Aber ist hier anscheinend nichts mehr? Ford, was hast du zu sagen? Was ist los, Miku? Reden wir mal. Miku, viel Glück. Danke. Gut, dann auf zur anderen Seite. Ja, wobei, ich speichere einmal nochmal. Immer lieber ein paar Mal mehr speichern als zu wenig, weil sonst muss man den Weg nochmal gehen. Und man vergisst das nachher hinterher und das will man ja auch nicht, ne? Oh. Ich finde die Dinger so unfair eigentlich. War die so... Nein, was heißt unfair? Die sind halt sehr stark, ne?
So, was haben wir hier? Eisen. Ja, na gut, kann man machen. Was haben wir hier noch drin? Ein Hammerstück. Ja, dann nochmal speichern. Ich weiß, das ist eigentlich übertrieben, aber ich wusste nicht, dass man da jetzt, dass man zwei Schalter aktivieren muss. Ja. Bin ja überlegen gerade, ob ich Pforte, Eli-Blätter. Ob ich Pforte nochmal kurz nach, ob ich nochmal kurz nach Hause gehe. Mache ich mal eben. Ob ich Pforte mal eben so ein längeres, ein besseres Schwert schmiede. Eine Waffe fertigen. Sie hat ein Langschwert, ne? Hier einfach mal. Ja, keine Ahnung, hier die Zug. Nee, Wind. Am besten kein Elementar haben. Naja, gut, das ist auch nicht so pralle, okay. Na gut. Da habe ich gedacht, ich könnte was Cooles schmieden, aber. Wenn das alles nur Elementarwaffen sind, ich möchte eher mich gerne in eine Elementarwaffe ausrüsten und dann heilt sie womöglich noch die Gegner. Nicht gerade super. Naja, gut. Da habe ich mich verschätzt gerade. So. Gut, dann geht's weiter. Was bist du denn? Geländepanzer? Okay, Feuer macht nichts. Wasser auch nicht. Vielleicht mal unsere Windklinge. Auch nicht. Pforte. Alter, was denn? Explosion? Alter. Okay, okay, okay. So, Ann jetzt da. Nein, diese Fähigkeiten. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was? Ach du Scheiße. Feuer bringt halt auch nichts. Gott. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, jetzt überlege ich gerade, wie hätte ich den denn sonst besiegen sollen? Wir machen keinen Schaden bei ihm. Egal, was ich für ein Schwert genommen habe. Ja, wir versuchen es nochmal. So. Diesmal passe ich besser auf. So. Na, komm. Du dämlicher. Er hat es auch nicht abgesehen. Na, komm. Mach irgendwas. Dieser will ich nicht auf, muss wieder fort aufpassen. Nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Okay. Alter, was ist doch? Wie soll ich das denn? Alter, was ist das? Diese. Ja, wie soll ich denen denn Schaden machen? Mit meiner normalen Klinge vielleicht? Mit der Windklinge? Auch nicht. Okay, ich muss langsam was essen. Essen ist gut. Irgendwas, was mir voll macht, ne? Ja, genau.
Okay, heilen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wasser macht keinen Schaden und Feuer nicht. Oh Gott. Ja, das kann man nicht so schnell ausweichen. Nein, 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 heil dich! Oh. Ja. Genau. Genau. Wir holen uns nochmal eine Klinge, die keinen Elementarschaden hat. Und hoffen einfach mal das Beste. Hast du wirklich Handschuhe, die alles greifen können im Handgebot? Ah, die. Einen Moment. Die sind alle hier. Wow, du hast ja einen ganzen Haufen davon übrig. Wem sagst du das? Übrigens sind die hier jetzt Handschuhe, die verschiedene Sachen greifen können. Verschiedene? Ja, ich könnte nicht allzu viele von den Handschuhen, die alles greifen machen. Das ist schade. Also, was für verschiedene Sachen kann man damit greifen? Dinge wie zum Beispiel heiße Töpfe. Oder Dinge, die zu kalt zum Halten machen. Oder Dinge, die so schmutzig sind, dass man sie nicht anfassen möchte. Was unterscheidet sich denn von normalen Handschuhen? Also denke, sie unterscheiden sich so, wie der Kunde sich das vorstellt. Möchtest du welche ausprobieren? Kann ich die haben? Klar, wieso nicht? Ich habe schließlich eine Menge davon herumliegen. Aber dafür musst du herausfinden, welche Dinge du damit greifen kannst. Okay. Hi. Zeig mir deine Waffen, bitte. Wir kaufen uns einfach jetzt eine Klinge, die einfach nur stark ist. Die einfach nur Schaden macht. Und für, ist das ein Langschwert? Ja, das ist ein Langschwert. Ich hoffe, und für Forte das hier. Maido. Maido. Die soll einfach nur Schaden machen. Und dann hoffen wir mal, dass das denn geht. So, Doppelklinge, ja. Bio-Zertrümmerer. Halten. Forte geben. Ist das für mich? Danke, Bio-Zertrümmerer ist wirklich sehr gut gefertigt. Was mag ich denn gerne? Ich weiß, was du gerne magst. Wir rüsten uns denn mit der Platinschneide aus. Safen einmal noch. Und danach versuchen wir es nochmal. Aber man sieht ja schon, das Ding macht Schaden. So plötzlich einfach so. Und meine ganzen Sachen haben alle machen alle bei ihm keinen Schaden. Das ist halt das Problem. Deswegen müsste ich mal gucken, ob es sich als gelohnt hat. Schwebendes Reich. Ist da einfach mal so ein Panzer oder was war das? Gut, Platinschnell ist hoffentlich ausgerüstet. Dann safen wir hier einmal noch. Ja, bitte. Und dann greifen wir mit der Klinge mal an. Ja, ja. Wir machen ja, glaube ich, mehr Schaden, oder? Kann das sein? Ja, wir machen mehr Schaden. Alter, diese Dinger, die... Alter, wenn die nicht wären... Komm her, du! Oh Gott! Alter! Ich muss das Essen reinpfeifen. Am besten noch was RP aufzufügt. So, nochmal hier. Einnehmen. Oh, Alter. Eine Güte. Heilen. Komm. Alter, was ist denn mit dem Boss los? Nein, heilen. Heilen, 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 heilen. Oh, meine Güte, Alter.
Ich glaube, ich hätte jetzt keine neue Waffe nicht geholt. Die ganzen Magieangriffe haben alle keinen Schaden bei denen gemacht. Das ist halt das Problem. Aber dann wisst ihr, was ich denke? Diese Waffe, die ich jetzt hier habe, die werde ich einfach nur bis zum Level 9 machen, dann mit dem Riesenglücksklee einmal rauf machen, damit ich drauf auch Glück habe und dann, ja, einfach nur eine Standardwaffe habe, weil das ist echt ultra gewesen gerade. Ups, verkehrte Taste. Nein, auch verkehrte Taste. Wir haben ja noch Tränke hier. Die benutzen wir erstmal. So. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Ui. Oh nein, auch noch mehrere, Alter. Bitte nicht noch so ein Panzer, Alter. Ich hoffe einfach, dass er nicht noch so ein Panzer ist. Das ist ja ultra fies. Okay. Alles klar. Durchdringender Schall. Ich muss mal ganz kurz gucken, was das ist. Ne, Windschall. Ist ja nur Windangriff. Durchdringender Schall. Sende drei wirbelnde Klingen aus, die frei in mehrere Richtungen fliegen und jeden Niedermeter, der sich in den Weg stellt. Achso, das, was die Fee kann. Okay, verstehe schon. Klingt nicht schlecht. Gut, dann. Hier waren wir schon, ne? Okay, da können wir nicht hin. Wo müsste der jetzt eigentlich hin? Nach da unten, nach Süden, links quarten wir, waren wir noch nicht. Ja, ja, ich laufe einfach vorbei. Hier waren wir ja schon. Ach, da. Okay, das macht der links den nicht weg. Keine Ahnung, ich verstehe nicht. Okay, gut, dann gehen wir zurück. Und dann nach oben, würde ich sagen. Bye-bye. War da ein Save Point? Ja, dann speichere ich hier nochmal. Ja, ich habe ein bisschen rumher wieder geladen, ne, Leute. Aber das muss sein. Niederlagen gibt's bei mir nicht. Naja, doch schon. Ihr habt's ja gesehen. Sind da live auf live und in Farbe. Okay, jetzt gehen wir hier nach rechts. Ich hoffe einfach nicht, dass da noch so ein Panzer ist. Osten? Wir speichern nochmal? Meine Güte, Alter, so oft speichere ich letzte Zeit ziemlich auch häufig. Kann das sein? Was haben wir hier denn drin? Ein Stein und ein Skorpionenschwanz. Hm. Schwebendes Reich Osten. Okay. Sie ist vergiftet, das macht aber nichts. Oh, das ist ein Portal. Das ist nicht so geil, weil sonst kommen immer mehr Leute. Okay, billiger Propeller. Ja, du schaffst das schon, ne? Du machst das schon. Achso, das ist so ein... Na, super. Brauchen wir irgendwas zum Rauflegen. Aber noch nicht jetzt. Vergiftet ihre Waffe? Kann das sein? Ja, er ist schon tot. So, was haben wir hier? Ein Schalter, der hier nichts wegmacht. So. Wo hat er was verändert? Hier beim Start? Autsch! Alter, der hat mir einen mitgegeben. Ja, hier hat er was weggemacht. Okay, auch interessant. Oh, warum ist das alles so eklig? Was bist du denn? Ein Blutpanther. Aua. Ja. Oh. Ja, komm her.
Huiuiui. Ja, aber Ford ist halt die einzige Kriegerin, ne? Die muss halt mitkämpfen und deswegen habe ich ihr einfach mal gedacht, dass ich ihr ein Schwert gebe. Aus gutem Grund. Ne? Oh. Das ist ein cooler, das ist ein cooler Beat. Ich mach euch fertig. Und mit diesem Beat werde ich sagen, na, wobei, na, gleich ein bisschen Zeit haben wir noch. Klein wenig haben wir noch. Jetzt kommen wir hier nach rechts. Ah, da unten brauchen wir blau, okay. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, deswegen. Ich habe ein paar Sachen rausgeschnitten. Ein kleiner Bonus für euch. So. Jetzt gehe ich aber, jetzt können wir zurück. Ha. Hier ist nichts. Aber. Autsch, autsch, autsch. Man kann jetzt die Schatztruhe holen. Die da noch rumstand. Aber erstmal müssen wir den hier wegmachen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ein Stück Platin. So, aber hier würde ich sagen, mache ich Schluss, ne? Dann machen wir im nächsten Part weiter. Ich freue mich. Ihr hoffentlich auch. Wir hatten in diesem Part einen sehr spannenden Bosskampf, der doch tatsächlich mal heftig war. Und wisst ihr was? Nochmal vielen Dank, dass ihr mir da nicht vor, dass ihr mich da nicht vorgewarnt habt, ne? Naja, das meine ich ehrlich. Ihr habt mich da nicht vorgewarnt. Das ist, finde ich, diesmal wirklich gut. Also, ich war überrascht. Finde ich gut. Ja, gut, ich habe sowieso eine gute Community, die mir da gute Tipps schreibt. Und aber auch vorsichtig ist mit das, was sie schreiben. Fand ich nice. Ihr habt mich da eiskalt die Falle laufen lassen. Sehr gut. Sowas gefällt mir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und tschüss.